Ja, hallo liebe Freunde, zurück hier bei Transportfieber hier auf meinem Kanal. Ich bin der Mike. Ja, und der Zug, der ist ja nicht so ganz voll. Und auch da müssen wir schauen, weil der transportiert für meinen Geschmack ein bisschen zu viel Vieh. Ja. Schön, dass wir das auch mal noch gesehen haben. Während hier auch schon Güter rumliegen. Ja, wir haben irgendwo noch, ja genau hier. Ich glaube, der Zug war es hier. Den haben wir jetzt noch ersetzt. Und der sollte jetzt eigentlich auch die Steine oder die Baumstämme dann liefern. So dass hier hinten die Sägerei dann ja die Arbeit aufnehmen kann. Hoffe ich mal. Der Wald ist nämlich hier hinten. Da ist die Sägerei. Ja, Baumstämme sind hier noch keine bis jetzt angekommen. Die müssten dann von hier weggebracht werden. Mal schauen, ob die hier hinten schon Baumstämme produzieren. Ja, wenn auch nicht, noch nicht so viel. Sollte dann hier mal bei Gelegenheit ein bisschen besser anlaufen. Der hat mindestens eins dabei. Der mal vier. Hier liegen auch schon welche rum. Jo. Also so allzu viel sind es noch nicht, weil die Linie jetzt ein bisschen anlaufen muss. Was wir jetzt hier noch hinbringen könnten, wäre noch Stahl, Treibstoff und so weiter für diese Fabrik. Treibstoff haben sie hier, glaube ich, sowieso noch nicht. Weizenburger Land. Ne, die haben noch gar keinen Treibstoff. Mal schauen, wie wir den Treibstoff noch hier hinbekommen. Da hat es nämlich ne solches Teil. Eine Rohölquelle. Ja, wenn wir die auch noch da oben hinbringen könnten, wäre das noch relativ cool. Ja, verdienen wieder ordentlich Geld. Fast 50 Millionen hier jetzt, okay. Ja, ich will mal sagen, wir machen hier unten mal die Autobahn etwas weiter. Dass wir hier vielleicht der Autobahn so außen rum gehen. Vorne irgendwie eine Abfahrt machen. Dann könnten wir hier vielleicht versuchen, Güter hinzuliefern. Wenn ich die Autobahn dann finde. Ich glaube, ich bin schon wieder vorbei. Kann das sein? Wo bist du? Hier ist sie. Gehen hier außen mal rum. Schauen, dass wir hier an diesem Feld vorbeikommen. Wieso? Ja, und jetzt könnten wir hier natürlich eine Autobahnkreuz oder Autobahnausfahrt hinstellen. Ich weiß nicht mal, kriege ich die hier dazwischen? Das müsste man jetzt noch kurz abchecken. Ich möchte hier mal das Teil haben. Hier. Dann machen wir hier dieses Teil. Gucken, ob ich das hier hin
bekomme. Ja, das würde, glaube ich, gehen. Was will das sehen? Gut. Stoppen wir hier kurz, weil der Lastwagen ist hier nämlich gerade weg. Ja, das passt ja hier wundervoll hin. Geht ja. Gar kein Problem. Aber wenn wir hier jetzt einen kleinen Hügel haben, nicht so schlimm. Ah, schön noch mit so Graffitis hier drauf. Cool. Ja, dann können wir hier eigentlich mal die Autobahn verbinden. Nach da hinten. Dann ziehen wir die gleich weiter zur Ölquelle rüber, von der Autobahn entlang, respektive ja, neben der Stadt vorbei. Ja, da können wir eigentlich relativ gerade rüber, hier noch eine Autobahnkreuz hinsetzen, wenn ich da irgendwie runterkomme. Oder wir gehen hier oben rüber. Oben durch. Muss ich mal schauen, wie wir das jetzt am gescheitesten machen. Ich gehe einfach mal so runter. Hier hätten wir jetzt eine Brücke. Hier nehmen wir das Teil. Müssen wir hier drüben. Können wir hier eigentlich unten durch. Ja, dann müssen wir die Autobahnkreuzung irgendwo hier haben, damit das geht. Das ist mir dann doch schon zu viel Tunnel. Gut, machen wir die Ausfahrt irgendwo hier rein, würde ich behaupten. Nehmen wir hier dieses Teil mal. Drehen das noch ein bisschen. Dann geht das hier hin. Schauen wir mal, wir kommen nur noch rein. Da geht es dann weiter zum nächsten Ausfahrt hin. Hier können wir wieder mit der 80er Straße verbinden, das Ganze. Und die zur Fabrik können wir nicht modifizieren. Die hier hinten funktioniert. Die müssen wir auch, weil da müssen wir eh lang. Ich weiß nicht, ob da vielleicht sogar so ein Teil hier vorne nicht hingeht. Nee, das reicht genau nicht. Ja, da müssen wir bis da hoch. Da können wir jetzt auch die Straße modifizieren bis hierhin. Der Rest bleibt halt wie es ist. Dann haben wir hier nämlich mal das Rohöl. Das Rohöl müsste dann halt via Zug hier hinten hin. Oder wir bringen das hier oben hin zur Stadt. Können wir auch machen. Der hat jetzt schon Baumstämme geladen, wenn auch noch nicht so viel.
Aber jetzt nur ein bisschen Angst, wenn ich hier jetzt Rohöl hinliefere, dass die dann nur noch Rohöl transportieren. Könnte natürlich auch das mit LKWs hier bis hierhin machen. Dass die dann auch wieder ihre, ja, den Treibstoff sozusagen hier mitnehmen. Und das nachher hier vorne bringen. Könnten wir hier sogar Brot nach Siten bringen. Gut, die haben ja schon. Das macht also schon mal keinen Sinn. Warten wir nicht hier noch etwas angeleiert letztes Mal? Ich dachte zwar schon, dass wir hier noch was machen wollten. Ja, ich glaube, den Zug hier wollte ich ersetzen, weil der macht eh auch nur Minus. Ja gut, jetzt hat er ein bisschen Plus generiert, zumindest. Mal schauen, was der Zug hier jetzt macht. Ja, wird besser, ist aber noch immer nicht das, was ich eigentlich möchte. Es ist schwierig, ob ich die hier hinten eigentlich wäre es schon fast das Einfachste, das hier mit LKWs zu machen, da hinten hin. Anstatt mit einem Zug. Gut, wir können ja das einfach mal installieren und mal schauen, wie das Ganze funktioniert. Hier hoch. Dann bauen wir aber die Straße auch gleich mal auf der 80er Straße aus. LKW-Terminal. Können wir nämlich auch gleich das hier verbauen. Da haben wir sogar die Fabrik noch hier ran. Da würde ich sagen, gibt es hier mal zwei Linien. Moment, die Farbe gefällt mir aber dann schon nicht. Ich bin nur von hier. Moment. Das wäre dann einmal die hier, noch hier hinten. Ja, da könnte man wahrscheinlich sogar noch eine Umfahrungsstraße machen. Wobei, die sollen hier eigentlich schon durch die Stadt durch. Das ist schon okay. Moment, die kommen gar nicht da hinten hin. Ah, ich habe, glaube ich, das falsche Ding gewählt. Hier sollen sie nämlich hin. Wie jetzt? Ah, hier müssen sie hin. Ja, geht natürlich nicht, wenn ich den Bahnhof anwähle. Sie sind jetzt dahingehend ein bisschen blöd, die fahren hier durch eine 30-Zone durch. Dazu modifizieren wir mal zu einer 50 km/h Straße. Sofern das überhaupt möglich ist. Gut, dann haben wir die nämlich schon mal. Jetzt habe ich sie nicht unbeschriftet. Toll. Hier ist sie. Das wäre dann Güter-LKW. Rohöl. Treibstoff. Ja, Zulieferer im Prinzip. Zulieferer.
Gut, dann machen wir ja schon mal die LKWs drauf. Würde ich sagen, dann können die sich hier mal einpendeln. Haben wir hier irgendwas, was nur Öl transportiert und Treibstoff? Ja, die hier. Da langen, glaube ich, mal 4 Stück. Bitte fort. Und dann gibt es hier hinten, wo haben wir die Linie? Hier oben. Und hier noch hier. Die nutzen die Autobahn. Sehr gut. Das wäre Güter LKW. Öl. Zulieferer. Brauchen wir hier auch noch LKWs, die können wir, glaube ich, von hier nehmen. Spielt gar keine Rolle groß. Ja, und hier nehmen wir Strategie. Die wären eben auch noch coole Teile. Jetzt nehmen wir hier aber mal vielleicht die hier. Nehmen wir auch 4 Stück. Jetzt habe ich wieder nicht geschaut, was die für eine Geschwindigkeit haben. Vielleicht gerade noch schauen. Die machen oh, 95. Ja, das ist doch schon ein bisschen doof. Haben wir hier nichts Schnelleres? 95 ist schon ein bisschen mickrig, was das angeht. Ja, die würden sicher die 100 machen. Ich denke, es ist ja auch nicht so schlimm, wenn die nur. Der fährt 105. Eigentlich können. Ne, der kann eben keinen Treibstoff. Ja, wir haben nicht sehr viel. Die können Rohöl, Öl, Treibstoff machen 90. 90, ja auch 90. Na gut, dann lassen wir die eben doch. Weil 95 ist doch nicht so schlecht. Dann kann der nämlich dann auch gleich mal noch Treibstoff mitnehmen. Ja, jetzt nimmt der nämlich schon Brote mit. Hier hinten liegt auch noch nichts rum. Kann jetzt eben doch daran liegen, dass wir hier wahrscheinlich doch erstmal noch Stahl oder so brauchen. Hier hinten hätten wir nämlich doch den nächsten, den wir uns jetzt nehmen können, nämlich die Kunststofffabrik. Das wäre eigentlich noch ideal, wenn wir die auch gleich noch dazu nehmen. Also das hat der Hintergrund, dann könnte da oben nämlich die andere Dingens noch etwas besser produzieren. Jetzt machen wir hier aber eine kleine Abkürzung rein. 80 km/h Straße von hier. Hier rauf. Dann können wir das noch updaten. Ja, geht nicht. Alle Dinge sind im Weg. Ich muss die noch was kurz weg. Ist das halt auch 80 jetzt an der Stelle? Könnten wir die eigentlich sogar noch drehen? Sie hier reindüsen. So. Gibt es hier gleich die nächste Linie. Und zwar von hier noch da.
Das wäre an der Stelle Güter-LKW. Kunststoff Zulieferer. Können die nämlich auch noch Kunststoff liefern? Weil die nützen uns eigentlich hier hinten wieder was, dass hier die Waren wieder ein bisschen besser transportieren. Hier nehmen wir jetzt, würde ich sagen, die Teile. Da können wir jetzt mal 6 nehmen, weil die transportieren nur 20. Wo haben wir es? Da unten. Ja, liebe Freunde, die Folge ist leider schon wieder rum. Ich hoffe, durch diese Maßnahmen wird unser Zug ein bisschen besser verdienen. Hoffe ich mal. Ja, dann hoffe ich, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Wenn ihr noch keins habt, dann freue ich mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei wärt. Bis dahin, alles Gute und bis dann. Tschüss.